Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Saarland unterwegs und wir gehen den Tiefenbachpfad. Die Strecke ist ungefähr 15 Kilometer lang und führt uns circa über 365 Höhenmeter. Und wir haben auch, wie ihr sehen könnt, wieder Begleitung von Sarah und Marco von Strauchs Wanderlust. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Strecke so ist, dann bleibt dran. Gucken wir doch mal, was im Fernsehen läuft. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Birkenfelder Land unterwegs und wir gehen die Traumschleife, Lohner Nahe Schleife. Die Strecke ist 11,8 Kilometer lang und es geht zwischen 400 und 500 Höhenmeter hoch und runter. Ja, heute sind wir auch nicht alleine, sondern wir haben Begleitung von dem Markt. Genug Fernsehen geguckt. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, es gibt hier wirklich schöne Aussichten in die Landschaft hinein und es gibt hier auch schöne Bachtäler, die uns gut gefallen. Also bisher sind wir sehr zufrieden, können wir sagen. Und die Begleitung, die ist auch nett. Auf jeden Fall. Also wir bekommen heute richtig viel geboten. Es ist richtig schön abwechslungsreich und wir sind mal gespannt, was auf der zweiten Hälfte so auf uns wartet.
Wir sind am Ende unserer Tour und kommen zum Fazit. Die Wegführung ist recht abwechslungsreich, es gibt einen hohen Fahrtanteil, es gibt viele schöne Aussichten, es geht sowohl durch Wald als auch über Wiesen und vor allem die Abschnitte am Wasser entlang haben uns gut gefallen. Als Tipps hätten wir für euch, dass ihr bei rund 9,5 Kilometern die Tour auch abkürzen könnt, denn da befindet ihr euch schon in der Nähe des Ziels. Und dann, wenn auch Lust hat, im Anschluss an diese Tour kann man im St. Wendel zum Beispiel noch schön einkehren. Es gibt aber auch generell die schöne Altstadt und natürlich noch die Möglichkeit, eine schöne Basilika zu besuchen. Ja, nicht so gut gefallen haben uns die breiteren Wegabschnitte, die es zwischendrin gab. Dann war an einigen Stellen so ein bisschen der Straßenlärm zu hören. Und wenn man jetzt noch das Haar in der Suppe sucht, kann man sagen, es gab auch einen Abschnitt, wo ein paar Sachen gerodet waren. Hingegen sehr gut gefallen haben uns die vielen schönen Aussichten, der hohe Pfadanteil und generell auch diese schönen Abschnitte durch die schönen Kerbtäler. Alles in allem würden wir dieser Tour daher 9 von 10 Punkten geben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sarah und Marco für die nette Begleitung. Gerne doch. Schaut auch auf jeden Fall bei den beiden auf dem Kanal vorbei und lasst auch ein Abo da. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren. So, wir machen es uns noch ein bisschen gemütlich und stoßen auf einen schönen Abend an. Prösterchen. Prösterchen. Zum Wohlsein. Zum Wohl. Outtake.